wäre natürlich die Möglichkeit gewesen, jetzt für die Bandscorer auf 6 Tore wegzuziehen. Und wieder ist es Mike Stenzel. Der da den Ball von Stefan Förster aus dem Keeper holt. Und wir hören erneut die Rufe nach dem Bandscorer-Torwart. Ja, haben wir gerade noch mal kurz mit Roberto gesprochen, der noch ein klein bisschen stichelt an dich. Es steht 5 für die Heimmannschaft. Und jetzt gibt es aber 2 Minuten gegen Marius Seider. Ach, gegen beide. Es gibt auf jeden Fall 2 Minuten gegen Marius Seider. Und auch 2 Minuten gegen Paul Gutatowski. Und jetzt haben wir 5 gegen 5. Güstrow nimmt Daniel Bach aus dem Spiel. Und Klütermann wird von Förster gedeckt. Möchte einen Freiwurf haben, bekommt den nicht. Und Perry Mike Stenzel bringt die Halle hier zum Kochen. Unglaublich, was der heute rausholt. Sag ja, das ist die Position, auf der Banskole jetzt sich am wenigsten Sorgen machen muss. Da sind sie super gut besetzt. Wenn Mikey mal, so wie gegen Staffenhagen, die seinen besten Tag hat, dann kommt Christian Lange damit ins Tor. Und zur Not wäre auch noch Marco Prina, der in Blau ja gut gehalten hat, die Mannschaft da ja noch im Pokal weitergebracht hat. Und sonst ist Mikey da. Wieder hervorragend gehalten. Und die Schiedsrichter sollten jetzt mal langsam aufhören, irgendwelche Kleinigkeiten zu pfeifen, die einfach nicht da sind. Sebastian Nuklis mit dem Wurf. Da an Mike Stenzel, der hier die Halle zum Kochen bringt. Und jetzt in den Arm gegriffen, jetzt gibt es noch mal 2 Minuten. Würde ich sagen, nein, jetzt ist nur der Wischer. Nur Zeitstopp für den Wischer und es gibt 7 Meter für den Güstrow HV. Ich leg mich fest, den hat Mike. Ja, und das ist der erste 7 Meter in diesem Spiel für Güstrow. Und Stefan Förster, Mann des Spiels auf Güstrower Seite gegen den Mann des Spiels auf Bandscorer Seite. Bin sehr gespannt. Und entschuldigt sich bei seinen Mannschaftskollegen. Stefan Förster scheitert vom 7-Meter-Punkt. Er wirft den Ball übers Tor. Der zählt auch als gehalten für Mike, weil er ihn schön verunsichert hat. Und spätestens das bringt hier die Halle zum Überkochen. Belger macht die logische Konsequenz, weil Robert Schneider, wenn ich so gut ins Spiel gefunden hat, bringt Klatti wieder. Und Felix Frick mit seinem dritten Treffer jetzt zum 23:19 und Banske muss jetzt vorwerfen lassen, dass sie aus den guten Aktionen ihren Torwart vorne zu wenig gemacht hat. Sie können froh sein, dass durch die guten Aktionen sie immer noch in Führung liegen. Ich glaube, das zeichnet eine Spitzenmannschaft auf, egal welcher Mannschaftsteil hier heute nicht ganz so gut funktioniert. Ein anderer Mannschaftsteil springt da also umso mehr in die Bresche und sie arbeiten hier einfach für den Erfolg. Ja, Lars Lüdermann mit seinem 4-Treffer jetzt zum 24:19. Das Tor, was überfällig war für die Bandscorer, es musste irgendwann mal fallen. Schönes Kreisanspiel auf Andreas Nowatzki, 4. Treffer in diesem Spiel, 24:20. Und jetzt gehen wir in die letzten 5 Minuten hier. Vorhin gesagt, 4 Tore ist nichts, auch in den letzten 5 Minuten nicht.
Und da ist der Ball auch weg. Auf unserer Seite. Und die Gäste haben hier die Möglichkeit, auf 3 Tore ranzukommen. Da müssen solche Pässe aber natürlich besser ankommen. Auch wenn Frick den Ball hat, der war sicherlich für Förster gedacht. Mit Sicherheit. Aber sie sollten jetzt versuchen, ihr Spiel variabel zu gestalten. Weil jetzt konnte man sich eine Zeit lang darauf einstellen, dass er das Spiel hier mitmacht. Ja, jetzt nimmt man Förster mit Klatt aus dem Spiel. Mit Christian Klatt. Gucken, ob das besser gelingt als Robert Schneidewind. Aber Förster versucht sich da abzusetzen. Ein Kollege fuhr wenig ein und das ist wieder ein Winkel, aus dem man eigentlich nicht werfen sollte. Nicht als Rechtshänder. Ja, aber wenn die Abwehr im Kreis steht und der Schütze das annimmt, dann gibt es die Meter für Abwehr durch den Kreis. Kann ich nicht auch. Ich hoffe, dass die Schiedsrichter sich da... Ja, es gibt 7 Meter. 7 Meter für Gustav. Andreas Nowatzki geht jetzt an den 7 Meter. Auf den hat Mike wieder. Ah, da ist der Experte nicht so gut. Auf Seite Steffen Franke, das hat Roberto etwas besser hingekriegt. 5. Treffer von Nowatzki. 4 Minuten, 3 Tore. Jetzt spielt man 3 gegen 3. Jetzt versucht man das letzte Mittel, taktische Mittel nochmal auszunutzen. So eine Umstellung kann natürlich immer wieder was Hervorragendes bringen. Also da kann man dann auf der anderen Seite auch mal 7 Meter für geben, wenn es auf der anderen Seite wegen nichts 7 Meter gibt. Da stellt man nochmal für Daniel Wach gegen Förster. Freiwurf gepfiffen für Banskoletin. Und jetzt stellt man für die andere Seite. Nein, Hendrik Strauß versucht ja durchzusetzen, aber keine Lücke. Mario Seiler wird festgemacht. Jetzt hat man es mal mit einer Variante versucht und jetzt Auszeit genommen von Bürger Frind. Und ich glaube, das ist vollkommen richtig jetzt, weil er muss seine Mannschaft noch mal ein bisschen einstellen, um das eine oder zwei entscheidende Tore zu machen, die das Spiel dann nicht entscheiden. Also ich denke, wäre jetzt die nächsten 1-2 Tore von Bansko kommen, dann ist das Spiel auch durch. Ich wollte eigentlich schon die ganze Zeit immer sagen, ich habe darauf gewartet, wer zuerst die Auszeit nimmt, zeigt die schwächeren Nerven. Aber ich möchte das nicht Bürger zusagen, weil ich glaube, er nutzt jetzt einfach noch mal die Möglichkeit, seine Mannschaft darauf vorzubereiten, auf die 3-3-Deckung. Und hofft dadurch, das bessere Ende für sich zu haben, wovon ich auch ausgehe. Man muss jetzt wirklich kühlen Kopf bewahren, versuchen, einfache Fehler zu vermeiden, spielen. Man ist 3 Minuten vor Schluss mit 3 Toren vor. Wenn man konzentriert, vernünftig arbeitet, dann sollten sie das hier auch über die Bühne bringen. Ja, das wollen wir jetzt sehen. Wir spielen wieder mit der 3-3-Deckung. Stellen jetzt für Lars Glütermann. Wo keiner gestellt, da muss aufpassen, dass da nicht passives Spiel gepfiffen wird. Am Bansko versucht das jetzt schon fast Manndeckung anmuten zu lassen, um sich damit Platz zu schaffen, Räume zu schaffen. Und jetzt passives Spiel angezeigt. Und das ist Daniel Wach. Und der ist drin. Treffer nochmal von Daniel Bach und das ist wohl der wichtigste in diesem Spiel. Ja, das ist sehr gut, das ist clever. Den Ball einfach doch. Warum halten die? Warum die Zeit anhalten? Das ist jetzt für mich irgendwo eine Sache, wo man nicht mehr objektiv pfeift, sondern wirklich subjektiv. Man ist nicht in der Lage, den Ball von Göstrow aufzufangen. Der Ball geht nach vorne und die Schiedsrichter halten Zeit an. Völlig ohne Grund. So spielt man eigentlich Göstrow mit in die Karten. Und auch das Tor von Nowatzki, sein 6. Treffer in diesem Spiel. Ja, also, wenn ich aus meiner Erfahrung sprechen darf, normalerweise gibt es da direkt Zeitspiel, passives Spiel. Ja, also jetzt versucht man das. Und jetzt Fußspiel angezeigt, Mario Seider kommt da zu spät. Und der Ball geht an die Latte. Da hat Perry Mike Stenzel doch das Glück des Tüchtigen dann. Ja, natürlich. Das ist ausgleichende Gerechtigkeit für Dinge, die ich nicht verstehen kann, auch vorher.
Man wird immer wieder gefoult und kriegt das Zeitspiel angezeigt. Das kann keine Strafe sein, wenn man versucht aufs Tor zu gehen und gefoult wird. Dann kann da kein Zeitspiel mehr angezeigt werden. Das ist eine Neuerung der Regel fürs passive Spiel. Auch da, das scheint an den Schiedsrichtern vorbeigegangen zu sein. Jetzt hat er raufgeholt von Hendrik Strauß. Das sind die Sekunden, die wir jetzt brauchen auf Banskoer Seite. Hendrik Strauß, Stürmerfoul entschieden. Es ist noch eine Minute zu spielen. Und das Publikum hier ist aufgebracht. Und Mike Schätzel hält den Ball. Und Banskoer hat den Ball und ich denke, damit ist das Spiel durch. Hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn sie da nochmal einen Freiwurf gegeben hätten. Und jetzt steht hier die Halle. Und Hendrik Strauß, Tor! Das Jahr hat hier, denke ich, in Letzsch gerade jeder gehört. 4 Tore vor für Banskoer Letzsch, eine halbe Sekunde vor dem Schluss. Und jetzt gibt es rote Karte gegen Mario Seider. Es ist seine dritte, zweite. Die wollte er haben. Die wollte er haben. Wollte nochmal Stefan Förster zeigen, wer hierher im Haus ist, wer das Spiel hier gewonnen hat. Und so kurz vor Schluss kann Marius das auch ruhig machen. 24 Sekunden sind es noch. Und Hendrik Strauß nimmt nochmal das Publikum mit jetzt hier. Es sind noch 20 Sekunden, es sind 4 Tore. Und auch Hendrik Zapp auf der Bank feiert schon. Schönes Kreisanspiel nochmal auf Jovatski und der geht auch an den Pfosten. Also Hendrik hat ja auch mit seinen 7 Metern einen großen Anteil an den Sieg. Über das Gegentor kann man nochmal wegdrücken und verdient gewinnen. Die SG Banskoer Letzsch, das Spitzenspiel hier. Völlig verdient. Und ich sage auch, zum Ende hat man nicht nur gegen 7 Güstrower gespielt, sondern gegen 9. Das ist eine klare Aussage und mit diesen Bildern, mit der Freude der Halle hier in Letzschen und der SG Banskoer Letzsch lassen wir sie mit den Impressionen alleine. Und wir sehen uns gleich nochmal wieder, wenn wir die Trainer im Gespräch haben. Nach diesem tollen Spiel, Erster gegen Zweite. Denn es war ein gutes Spiel, zumindest von beiden Mannschaften. Fair und klasse geführt, ein Spitzenspiel der MV-Liga. Es war ein intensives Spiel. Ich denke, mit der Spannung auch da. Und aber auch mit dem verdienten Sieger und mit dem verdienten Tabellenführer. Jetzt haben wir 5 Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten. Herzlichen Glückwunsch.